In Großbritannien sind mehr Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben als in Italien. 30.000 Todesfälle. Nur in den USA gibt es noch mehr. Fast 200.000 Menschen im Vereinigten Königreich wurden inzwischen positiv auf Covid-19 getestet. Über das britische Gesundheitssystem haben wir mit einem Experten gesprochen. Am Anfang hat die Weltgesundheitsorganisation gesagt, testen, testen, testen. Großbritannien war dazu nicht in der Lage. Seine Infrastruktur des öffentlichen Gesundheitswesens war geschwächt. Es ist ziemlich offensichtlich, dass die Regierung in den letzten 4 Jahren andere Dinge im Kopf hatte. Sie hat zwar 2016 ihre Notfallplanung überprüft, aber die Ergebnisse wurden nie veröffentlicht. Kaum etwas wurde umgesetzt. Die Briten machen vieles anders als anderswo, auch beim Eindämmen der Coronavirus-Pandemie. Wir tendieren dazu, unseren eigenen Weg zu gehen, zum Beispiel bei der App. Sie unterscheidet sich von der in anderen Ländern. Wir machen keinen Gebrauch von der Expertise der kommunalen Gesundheitsbehörden. Es ist eine Art zentrales, vertikales Vorgehen, wie es in Ländern mit niedrigem Einkommen verwendet wird. Und das hat leider schon in der Vergangenheit nicht funktioniert. Der britische Außenminister spricht inzwischen von einer massiven Tragödie. Viele gehen aber weiter davon aus, dass die wirklichen Zahlen der Coronavirus-Pandemie weit höher liegen als die offiziellen.